Moin, moin zusammen und willkommen zu einer neuen Runde World of Warship. Jo, wie ihr an meiner Ansage schon sehen könnt, befinde ich mich mal wieder mit der Independence, dem Flugzeugträger Independence unterwegs. War jetzt die ganze Zeit lang nicht mehr gespielt. Ich habe mich ein bisschen auf ja, die Zerstörer komischerweise eingespielt. Aber jetzt habe ich gedacht, okay, zeige ich euch mal wieder mal eine Runde mit dem Flugzeugträger. Auch wenn ich, wie gesagt, die Runden nicht so interessant finde, da, wie gesagt, sie alles in dieser Ansicht stattfindet und es nicht unbedingt so interessant zum Zuschauen ist. Wie immer, der kurze Blick aufs Matchmaking. Wir haben zwei Independence auf der anderen Seite, drei Schlachtschiffe und es scheint heute Kumas im Sonderangebot zu geben. Da sich sage und schreibe fünf Kumas auf der anderen Seite befinden. Unsere Seite ist unterlegen. Wir haben nur zwei Schiffe weniger. Okay. Meine Independence selbst ist mit zwei Staffeln Torpedobomber ausgestattet und einem Jägergeschwader. Bin mal gespannt, wie die anderen auftreten. So, wir greifen hier an und schicken die mal hier runter. Oh, warte, 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 wir helfen denen hier. Meine Dreierstaffel ist zuerst hier. Und wir legen die Torpedos mal. Wo dreht er bei? Das kann auch ein bisschen zu früh sein. Ein Ort. Oh, ja. Die kommt auf jeden Fall gut. Die eine Welle war scheiße. Die eine Welle war aber nicht so geplant. Da wollte ich das Geschwader nicht vorher zurückziehen, bevor es. Oh. Vorder schon an Seiten geschossen. Mal schnell zurückschicken. Das eine Torpedogeschwader war nicht so geplant. Das sollte eigentlich der Torpedos natürlich nicht so reinwerfen. Aber ich habe es leider zu spät gestoppt. War jetzt also schon mal der erste Fehler von mir. Aber wie gesagt, 5 Torpedos haben wir ins Ziel schon gebracht. Ist also auch nicht so schlecht. Was ist das war für einen Miyogi? Landet denn hier drin? So, wir geben mal einen Umkehrbefehl. Ich glaube, hier könnten sie durchkommen. Muss ein bisschen gucken, weil hier möchte ich mich eigentlich nicht aufhalten in dem Bereich. Weil ich glaube, dass hier ein Zerstörer eventuell durchkommen könnte. Das sieht gar nicht gut für uns aus hier. Der Kreuzer hat richtige Probleme, der wird gleich von dem Zerstörer nicht zerlegt.
airborne. Was ist das hier? Hey. Maintaining present course. Ah, jetzt hat er seine Jäger abgedreht. Wir werden unsere Torpedos aber trotzdem abwerfen. Jo, wir schicken uns mal hierher. Kann er seine Jäger nicht woanders hinschicken? Nicht damit dich nerven. Ah, Diffusor ist versenkt. Brauchen wir fast keine Torpedos mehr reinwerfen. Waypoint reached. Oh nein, er kommt zwischendurch. Dann versenke ich ihn halt. Ja, komm. Komm. Nein, die Torpedos gehen zu kurz. Ah, ein Treffer hat er noch. Ja, gut. Hat gereicht, der eine Torpedo. Mal gucken. Ah, ist ganz schlecht. So. So, kriegen wir die Kuma? Kuma. Nee, die kommen zu kurz. Die kommen zu kurz. Ah, ein Treffer. So. Starten wir unsere Jäger mal. So, müssen wir mit unserer Intervention mal Gas geben. Oh, das sieht aber auch nicht gut aus. Jo. Insgesamt würde ich sagen, verlieren wir das Match auf jeden Fall. Das sieht ja ziemlich eng für uns aus. Ich werde die Kuma nicht ausschalten können. Und die beschießt mich jetzt schon. Wir haben noch ein Schlachtschiff auf unserer Seite und zwei Zerstörer. Aber das Schlachtschiff wird hier gleich versenkt. Ich würde gerne die Kuma noch kriegen. Ich glaube allerdings nicht mehr dran. So. Jetzt die Frage, was macht die Kuma? Bleibt sie auf Kurs? Dann würde ich hier die Torpedos reinnehmen. Dreht bei. Ja. Bin gespannt. Da sind auf jeden Fall Angriffe dabei. Oh, schade. Hat nicht gereicht, sie komplett zu versenken. Drei Torpedotreffer. Oh, was machen die hier? Ah, das war zu kurz, Junge. Wir versuchen die Kuma noch rauszuholen. Und das war's dann, würde ich sagen. Na komm!
Komm, 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 komm. Ah, das war ein Scheißabwurf. Jo, der wird unseren Torpedos wegfahren. Die Kuma ist schneller als unsere Torpedos, sehr wahrscheinlich. Komm, wir bräuchten noch einen Torpedotreffer. Nein! Ah, oh, der bombt's auch nicht weg, ey. Autopilot Mode enabled. Ah, gut. Ich muss sagen, Boss. Ready for takeoff. Mein Autopilot hat mich ja noch irgendwo an die Wand rangefahren. Schade, ich hätte die Kumme hier noch gerne versenkt. Brandaufflug der Landen nicht möglich. Ich brenne. Jetzt starten. Problem solved, Sir. Junge, da hast du deine Torpedos zu spät reingesetzt. Immer so großflächig rein die Torpedos, das ist immer jetzt der Angriff jetzt. Und bringen wir vielleicht noch den einen oder anderen Torpedotreffer hin? Oh komm! Eine, zwei Treffer mit drin. Und dann gehe ich mit Augen und Torpedos runter! Torpedos! Schau dich's an, ey! Hier haben wir noch einen Angriffsbefehl. Damn. Okay. Wir haben noch einen Angriffsbefehl gegeben. Wird der eigentlich jetzt noch ausgeführt? Würde mich interessieren. Ich glaube, da hinten sind meine Torpedos noch reingegangen ins Wasser. Oh, er startet nochmal Torpedobomber, der gute hier. Na, mal sehen. Er kriegt zwar nochmal welche zum Landen. Gut, die haben sich jetzt alle auf mich konzentriert gehabt. Aber gut, aber er wird jetzt auch demnächst mit 7000 HP eine Salve am Boden liegen. Ich fand es persönlich, auch wenn es eine Niederlage war, doch ein relativ gutes Match eigentlich. Wenn ich denke, ich habe jetzt ein Schiff versenkt, habe insgesamt 13 Torpedotreffer gelandet. Das fand ich jetzt nicht so schlecht. Gut, unser Team war relativ schnell weg, muss man sagen. Aber insgesamt fand ich es ein gutes Match. Ich würde mich über Kommentare freuen. Was sagt ihr? War das ein gutes Match? War das ein schlechtes Match? Und ich hoffe, wir sehen uns dann in einem der anderen Videos. Ciao, ciao, euer Blugrum.